Helge Lind für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn in einem Moment, wo gerade ein Boot mit 150, 180 Personen zerborsten, zerschellt ist, wobei mindestens Dutzende ums Leben gekommen sind, wenn in einem solchen Moment zunehmend viele auch in diesem Hohen Hause das Boot ist voll Rhetorik bedienen, dann finde ich das einen erheblichen Ausdruck von Pietätlosigkeit und Geschmacklosigkeit, um das mal so ganz deutlich zu sagen. Aber auch diese Sonderwegsthese, die hat ja System und Kalkül und eine Absicht steckt gezielt dahinter. Eine Anscheinerweckungspolitik ganz bewusst wird betrieben und getäuscht. Und diese Anscheinerweckungspolitik, die Sie da betreiben, die muss zerlegt werden, so wie man auch diesen Antrag, es tut mir leid, sezieren muss. Erstens mal ist der Antrag weitestgehend komplett out of date. Das heißt, weitestgehend schon abgearbeitet. Ein Sonderbevollmächtigter für Migrationsabkommen, übrigens Sonderbevollmächtigter für Migrationsabkommen, nicht Rückführungsbeauftragter, einfach mal in den Koalitionsvertrag gucken, ist eingesetzt. In Bezug auf Serbien, auch die Bundesinnenministerin hatte sich da vehement und erfolgreich eingesetzt, ist die Frage Visapflicht entsprechend geklärt. All das ist abgearbeitet. All diese Punkte sind längst bearbeitet, Ihr Antrag in weiten Dingen überholt. Das ist das eine. Das andere ist aber die Sonderwegsthese. Und dieser Sonderweg ist eine Fata Morgana. Und nicht nur das. Wenn Sie von diesem Sonderweg sprechen, ist das zum einen fahrlässig, es ist zum anderen unsinnig und unwahr und es ist zum dritten gefährlich. Warum ist es fahrlässig? Sie wissen genau, um die Begriffsgeschichte des Wortes Sonderweg. Hans-Ulrich Wähler, einschlägig, auch in der Union gewiss bekannt. Sonderweg beschrieb da den Weg, den angenommenen Sonderweg Deutschlands, mal aufgrund mangelnder Modernisierung hing in den Nationalsozialismus. Ich finde es historisch wirklich vergessen und absolut unsensibel, ausgerechnet den Begriff Sonderweg in diesem Zusammenhang zu verwenden. Zum Zweiten, unwahr und unsinnig. Es ist, wenn wir uns die Zahl der Asylanträge gucken, überhaupt nicht so, dass Deutschland einen Sonderweg geht. Schauen Sie sich Österreich an. ÖVP regiert, ÖVP-Innenminister, ÖVP-Bundeskanzler. Wenn man die Anzahl von Anträgen auf Personen misst, liegt Österreich deutlich vor Deutschland, trotz der demonstrativen österreichischen Balkanroute zur Politik. Erstaunlich, nicht wahr? Auch bei der Anerkennungsquote. Nachbarländer, Schweiz, aber auch Österreich in den bereinigten Zahlen vor Deutschland. Oder auch dritter Bereich. Auch da Sonderwegsthese eindeutig widerlegt durch die Zahlen. Abschiebungen. Frankreich, Italien, Spanien, alle mit viel niedrigeren Quoten. Also, Ihre Sonderwegsthese ist eine Täuschung, ist schlicht Anscheinerweckungspolitik. Und das ist unanständig in diesem Zusammenhang. Und was besonders unanständig ist, dass Sie den Eindruck erwecken, dass aufgrund nicht abgeschobener Geduldeter oder aufgrund jetzt kommender Menschen aus Syrien oder Afghanistan die Kommunen unter der Belastung stünden. Wir haben über 1 Million richtigerweise Ukrainer in Ukraine aufgenommen. Dieses nicht unerhebliche Detail sollten Sie erwähnen. Und keine Abschiebungsoffensive würde jemals an diesem Umstand etwas ändern. Diese Tatsache sprechen Sie aber gerade nicht aus. Und das ist vehemente Täuschung und das ist zutiefst unredlich, was Sie da betreiben. Das heißt, wenn Sie wirklich Fluchtursachen und die Ursachen für die jetzige Krisensituation, die aber trotz allem immer noch hervorragend gemeistert wird von vielen Kommunen, auch unterstützt vom Bund, unterstützt von der Bundesinnenministerin und von einer großartigen Zivilgesellschaft, dann sollten Sie mal auf die echten Fluchtursachen gucken. Und die heißt Putin und Putin-Regime. Und die heißt Taliban in Afghanistan und die heißt Assad-Regime. Das muss endlich mal ausgesprochen werden. Ich halte es für unerträglich, wenn Sie den Eindruck erwecken, wir würden die kommunale Lage substanziell verbessern, wenn wir weniger Menschen Bleiberecht geben würden oder massiv abschieben würden. Schlicht unwahr. Und außerdem unwahr ist, dass Sie behaupten,
es wäre ein Versagen der Bundesregierung, nicht abzuschieben. Haben Sie mal was von der Länderzuständigkeit für Abschiebung gehört? Also, wenden Sie sich an Ihre Länder und vor allem merken Sie gar nicht, wie dieser Vorwurf an den Bund, an Sie selbst zurückgeht. Wer hat denn die Bundesinnenminister gestellt in den letzten Jahrzehnten? Herr de Maizière, Herr Seehofer. Und warum waren Sie dann nicht erfolgreicher in Ihrem Sinne? Weil es auch gar nicht möglich war. Weil viele Länder Geflüchtete nicht zurücknehmen. Weil es schlicht nicht machbar ist, 300.000, 400.000 Menschen abzuschieben. Und übrigens auch nicht sinnvoll bei Menschen, Stichwort Chancenaufenthaltsrecht, die viele Jahre hier leben. Diese Täuschung muss mal hier im Hause klar benannt werden. Es ist eine grobe Lüge zu behaupten, es wäre ein politisches Versagen durch nicht hinreichend Grenzkontrollen und nicht hinreichend Abschiebung für die gegenwärtige Situation gesorgt zu haben. Das ist schlicht unwahr. Entscheidend ist die Situation, die Kriegssituation. Und auch entscheidend ist, dass wir Regime haben wie in Syrien und Afghanistan. Und wenn wir von Sonderweg sprechen, nehmen wir es mal an, dann haben wir ein Aufnahmeprogramm für Afghaninnen und Afghanen. Wollen Sie aber jetzt sagen, dass wir Menschen auf Afghanistan, für die wir auch Verantwortung tragen, die gegen dieses barbarische Regime eintreten, darunter viele Frauen, die höchst gefährdet sind, dass wir die nicht aufnehmen sollten. Deshalb rate ich Ihnen auch nicht, Ausdrücke wie Aufnahmeprogramm von Migranten zu verwenden, sondern Aufnahmeprogramm von Schutzbedürftigen zu sagen. Das ist die Wahrheit. Und ich empfehle Ihnen auch nicht, den Begriff Asylzuwanderung zu verwenden. Und jetzt noch ein Letztes. In diesem Hause haben Sie ja damals groß applaudiert, als ich damals, ich erinnere mich noch genau, die Opposition kritisiert habe, weil sie sehr kritisch war gegenüber Abschiebung und gleichzeitig unter ihrer Beteiligung Abschiebung in Ländern stattgefunden haben. Wenn Sie das aber kritisieren, was ist dann mit Ihnen? Die NRW-Landesregierung hat mit Vorgriffsregelungen, mit Erlassen, mit diversen Maßnahmen unter einem CDU-Ministerpräsidenten bereits in den letzten Jahren Schritte genau hin zu einem Chancenaufenthalt eingeleitet, hat es im Koalitionsvertrag festgehalten, ihre eigenen Leute im größten Bundesland, in dem Land mit den meisten Geflüchteten, vertreten eine Politik, die wir umsetzen. Was Sie hier betreiben, ist unredlich und es ist doppelmoralisch. Das ist zu benennen, und ich wette, dass nicht wenige aus Ihren Reihen das genauso sehen wie wir. Das sah man ja auch an diversen prominenten Enthaltungen im Zusammenhang mit dem Chancenaufenthaltsgesetz. Also täuschen Sie nicht weiter, benennen Sie Tatsachen und benennen Sie die Verantwortung da, wo sie ist. Ich mache und wir machen Ihre Anscheinerweckungspolitik nicht mehr mit. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Andrea Lindholz für die CDU-CSU.